Und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute ein neues Video zum Animationsprojekt. Ja, es lebt doch. Also, wenn man sich die letzten Videos zu diesem Projekt anguckt, dann merkt man sehr, dass ich mich bis jetzt nur auf die Map beschränkt habe. Ganz simpel, weil Web die bis jetzt noch nicht fertiggestellt hat. Mittlerweile ist er im Stadium, wo ich die schon mal auf den Desktop packen kann, wo er noch ein bisschen am Dorf hier und da noch was von Deko ändert und noch Häuser noch hinzufügt, aber all around ist sie schon ziemlich fertig. Und deswegen kann ich mich heute endlich um das Wichtigste kümmern, und zwar um die Technik. Ja, was betrifft denn die Technik? Also, wenn man die letzten Animationsprojekte von mir angeguckt hat, zum Beispiel die Joecraft-Animation, die ich gemacht habe, die Reihe, dann wird man merken, okay, ein ziemlich oft genutztes Muster von mir sind einfach nur extrem lange Comic-Block-Schlangen, also Comic-Block-Straßen quasi, die einfach nur Frame für Frame abarbeiten, die ganze Animation. Und das Problem daran ist, dass das ziemlich uneffektiv ist. Das heißt, ich habe oft Frames, die sich wiederholen, die quasi zickzack machen. Das heißt, Frame 1, Frame 2, Frame 1, Frame 2. Aber statt das einfach in der Loop zu machen, habe ich jedes Mal Frame 1, Frame 2 und daran wieder Frame 1 und Frame 2 drangehangen. Also ziemlich lange Straßen, die man wesentlich effektiver hätte ansteuern können. Und damit ich diesen Fehler nicht normal mache, habe ich überlegt, okay, für dieses Projekt mache ich mir eine Art Baukastensystem. Das heißt, ich programmiere gewisse Standardbewegungen quasi ein und kann dann einfach die Scores dafür setzen. Das heißt einmal, wie lange sie laufen sollen und in welcher Geschwindigkeit. Und dann wird das gemacht. So. Und dann dachte ich, okay, mache ich jetzt genauso wie bei Joecraft einfach nur so ein interaktives Ding, wo man ab und zu ein paar Auswahlen im Chat machen kann. Und quasi das Ding quasi so einen roten Faden hat. Das heißt, startet, du guckst die ganze Zeit im Armbrust hinzu, wie er sich bewegt, und kannst dann quasi im Chat ein, zwei interaktive Fragen beantworten und bekommst auch verschiedene Wege. Aber ich hatte mir noch nie ein richtiges Storyboard überlegt. Ich habe mir so eine grobe Geschichte überlegt, aber ich habe bis jetzt immer nur die Oberfläche angekratzt. Dann habe ich mal überlegt, okay, ich habe jetzt Urlaub, ich kann ja mal im Urlaub, als ich jetzt die 8 Tage im Urlaub war, ich kann mir mal ein Storyboard ausdenken, und ich gedacht, okay, scheiße, wenn man unkreativ ist, ist das ziemlich kompliziert. Und irgendwann habe ich verzweifelt, habe gedacht, okay, ich genieße einfach meinen Urlaub, das mache ich danach, wenn ich die Map vor Augen sehe, und jetzt habe ich die Map vor meinen Augen und es hilft trotzdem nicht. Ich bin unkreativ, ist Fakt, da kann ich nichts dran ändern. Also habe ich einfach mal in meiner Kontaktliste und einfach mal auf dem Discord so ein bisschen über mein Leid geplagt und habe eine Person getroffen, die in sowas extrem gut ist, und zwar den lieben Vince. Hallo. Hallo. So, der liebe Vince, der ist heute auch mit im Video. Und zwar habe ich mit jenen mir quasi ein Storyboard überlegt. Oder besser gesagt, ich habe ihm den Plot erzählt und er hat sich eins ausgedacht, weil ich bin halt immer noch unkreativ ist Fuck und er ist halt, er strunzt nur so vor Ideen. Und er hat mich von diesem simplen, klassischen Aufbau, wie ich ihn bis jetzt immer hatte, der relativ einfach zu programmieren ist für mich, das ist immer für mich das Wichtigste aus der Programmierersicht, zu einer Idee gebracht, die zwar extrem cool klingt, aber viel zu fucking schwer ist eigentlich zu programmieren, aber ich stelle mich der Challenge trotzdem. Und zwar möchte er es so machen, dass man quasi auch selber der Charakter sein kann. Das heißt, dass das Switch, das heißt, du hast teilweise in der Animation gewisse Aufgaben. Das heißt, ihr habt ja das Dorf gesehen. Das heißt, dass ihr dann im Dorf plötzlich die Aufgabe bekommt, ja, sammelt das und das ein und holt das und das von dem und dem Händler. Und dann müsst ihr quasi auf den Markt da gehen und irgendwas holen oder ihr müsst irgendwas sammeln, irgendwas finden. Also irgendwelche interaktiven Sachen, wo plötzlich ihr nicht mehr in Armor seid, also auf dritten Position seht, sondern plötzlich ihr in Game Mode 1 gesetzt wird und in die Position des Armor Sons geht und dann quasi Aufgaben erfüllen müsst. Also viel, viel komplizierter. Das heißt, da muss ich auch quasi einen Bereich definieren, in dem dann die Spieler sich pro Aufgabe aufhalten dürfen, dann quasi ein Abbruch, dann haben sie verschiedene Möglichkeiten, was sie machen können, wie sie es machen können, ein Zeitlimit, also extrem komplizierte Scheiße letztendlich, aber so wie Vince es erzählt hat, klingt es halt einfach viel zu krass, als dass ich Nein sagen könnte. Das heißt, es wird relativ lustig und es wird nicht beim Baukastensystem bleiben, was ich gemacht habe, fragen sich jetzt vielleicht einige, richtig, ich habe da schon offcam alles angefangen zumindest, ich bin noch längst nicht fertig, aber ich denke mal, ich werde das relativ viel davon offcam machen, weil es ist einfach nicht leicht, live etwas zu coden, ohne dabei die ganze Zeit Fehler zu machen, von neu anzufangen, und das ist einfach nicht Entertainment, habe ich gemerkt. Gerade in den CMD-Server-Videos fand ich die, wenn ich die nochmal angucke, nicht so interessant, muss ich sagen. Es ist nicht mein eigener Geschmack, und den Content, den ich hochlade, den möchte ich auch selber mögen. Und deswegen habe ich überlegt, okay, den Code, den mache ich, wenn ich einen gut hinkriege, im Flow gerade, lade ich da vielleicht ein kleines Stückchen von mit, aber den Rest erkläre ich einfach im Nachhinein. Das ist jetzt so, wie ich mir das überlegt habe, wie ich das am besten machen kann. So, und der Code, den kann ich mal ganz kurz zeigen, der ist jetzt in mehrere Dateien schon untersetzt. Und zwar, es fängt
alles mit der Main an. Hier werden später die ganzen Scores abgefragt. Das heißt, in der Setup natürlich werden erstmal alle für alle verschiedenen Bewegungen quasi die Scoreboards erstellt. Und in der Main guckt man dann, okay, hat er irgendwo einen gewissen Score für diese Animation, um sie zu triggern. Das heißt, es gibt dann noch eine weitere Datei, da packe ich dann alle Scores untereinander und dann wird halt nacheinander jede Animation gestartet. So, welche Animation gibt es? Das habe ich noch gar nicht gelernt. Das kann ich aber auch mal gerade zeigen. Und zwar sehen wir das hier. Das hat der liebe Fall mit mir gemacht. Und zwar, es gibt einmal Laufen, Rotation, Abbauen, Hinsetzen, Schwertkampf, Bogenkampf. Der ganze Körper, dass er eine Motion kriegt. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand gegen einen springt, dass man quasi ein bisschen wegfliegt, so ein Knockback hat oder so. Und solche Sachen kann man dann machen. Und dann einmal die Gliedmaßen, das heißt Hände, Beine, Kopf. Dann noch, dass er Items droppt, dass er sich hinsetzt, dass er aufsteht, dass er sich hinlegt. Und wenn man sieht, ich habe bis jetzt zwei Sachen davon completed, also ich bin auch fern weit davon weg, das komplett fertig zu kriegen. Aber das waren eigentlich die schwersten Sachen, weil wenn ich die Rotation und Laufen hinkriege, kann ich eigentlich hier Copy-Paste einfach nur noch machen und ein bisschen hier und da tweaken und dann, gut, so was hinsetzen und aufstehen, das muss ich nochmal so programmieren. Aber wenn wir reingucken, wir sehen hier ein X und ein Y. Wofür steht das? Ganz simpel, das sind meine zwei Variablen, die ich pro Bewegung habe. Das heißt zum Beispiel bei Laufen heißt die Variable X1 und Y1. X steht meistens für die Geschwindigkeit, oder für einen Zielgrad, wenn man mit Grad arbeitet. Und Y steht meistens für die Zeit, wie lange das dauern soll. Das heißt, zum Beispiel sage ich, dass ich beim Laufen Y auf 20 setze, das heißt 20 Ticks lang oder eine Sekunde möchte ich laufen und dabei soll ich pro Tick 0,001 Block nach vorne kommen, das heißt, das wären dann mal 20 halt 0,002 und das wäre relativ wenig, aber wenn man Time hochsetzt, dann wird das halt relativ viel. So, und damit kann ich quasi arbeiten, das heißt, ich gebe hier quasi pro Tick die Geschwindigkeit an und hier quasi wie viele Ticks das dann laufen soll. Bei Rotation ist das ein bisschen anders und zwar ist das Problem, meistens startet ein Armor-Stand nicht direkt von 0 Grad, es stand irgendwo vorher mal anders. Das heißt, stell dich mal vor, der Armor-Stand stand aktuell hier, das heißt, das ist seine Startposition und ich möchte, dass er hier hinkommt. Dann könnte man natürlich sagen, okay, mach doch einfach einen Jump-Cut von dort nach dort, das sieht aber ziemlich blöd aus, ich möchte eine Animation machen. Und dafür habe ich zum Beispiel ein Rechensystem überlegt und zwar, das hier ist halt die Startposition, also Startgrad und das ist die Zielposition. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, hier unten steht ja gerade die Gradzahl, die man aktuell hat, dann kann ich jetzt einfach den Zielgrad minus den Startgrad haben, dann habe ich die Differenz, also das, was vom Start fehlt, um zum Ziel zu kommen. Und wenn ich die jetzt durch die Anzahl der Ticks teile, dann habe ich das Ergebnis, was ich pro Tick auf den Score von der Rotation vom Start drauf adden muss, damit ich zum Ziel komme. Das heißt, wenn ich jetzt das Ergebnis, was ich hiervon habe, jetzt zum Beispiel 60 Mal drauf adden würde, dann hätte ich das Endergebnis, also den Zielgrad, erreicht. Und da ich das jetzt für den Body gemacht habe, diese Rotation, kann ich das gleiche jetzt für alle Gliedmaßen, also die ganzen Dinger hier, eigentlich einfach nur adaptieren und hier auch reinpacken und halt ein bisschen die Sachen umbinden. Das heißt, so ist das Ganze gemacht. Warum habe ich das so kompliziert gemacht? Ganz simpel, im Baukastensystem ist es natürlich immer so, dass man verschiedenen Startwerten quasi anfängt und es muss immer modular funktionieren. Das heißt, ich kann nicht vorher erst sagen, okay, die Hand muss erst runter und danach geht das los. Es soll direkt und automatisch losgehen, ansonsten ist es kein Baukasten. So, und das wäre das Prinzip, wie es funktioniert. Aber bevor ich jetzt noch mehr in der Theorie quatsche, zeige ich doch einfach mal die Praxis. Also, wir sind jetzt hier gerade in meinem Testbereich, der ein bisschen weniger Terrain hat im Gegensatz zu den restlichen Bereichen von RepsMap. Das hier ist ein sehr flacher Bereich, den kann man ganz gut zum Test benutzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Laufanimation hier starte, aktuell noch über Combat-Blöcke, weil ich zu faul war, meine Function auf hier ordentlich zu machen, dann sehen wir, ich habe einen zweiten Außersehen reingespawnt. Aber hier sehen wir jetzt quasi, das ist der Armor-Stand, wie er sich später bewegt. Ihr seht auch, der läuft jetzt gerade über Blöcke und unter Blöcke drunter. Ja. Ihr seht auch, der Armor-Stand, der läuft über Blöcke drüber, wenn ein Block vor ihm ist oder fällt auch runter, wenn unter ihm kein Block ist. Habe ich das alles einprogrammiert? Nein, das ist automatisch eine Detection. Und zwar guckt er, ob vor ihm ein Block ist und wenn ja, dann springe ich da hoch. Wenn vor ihm zwei Blöcke sind, das heißt, wenn vor dem Kopf auch noch ein Block ist, dann bleibt er einfach stehen und packt sein Y auf 0, damit er nicht durch den Block durchgehen würde.
Und weiterhin seht ihr, hier sind extrem viele Blumen. Durch die geht er auch durch. Müsste auch eigentlich ein 2-hoher Block sein, so eine Blume hier. Warum bleibt er hier nicht stehen? Ganz simpel, ich habe eine Überprüfung gemacht, ob der Block, durch den er geht, oder der vor ihm steht, ein solider Block ist oder halt ein Block durch den man durchgehen kann. Und durch diese Detection, sage ich jetzt mal, ist es möglich, dass er sich frei bewegen kann und gerade ausgehen kann. Aber ich habe ja vorhin schon erzählt, Rotation ist auch schon fertig und das können wir uns jetzt auch nochmal angucken. Wenn ich jetzt nämlich nochmal den wunderschönen Armor-Stand nochmal von neu starten lasse und jetzt mal seine Rotation bearbeite, das heißt, das soll ich zum Beispiel bis 180 drehen und das in 200 Ticks, sprich in 10 Sekunden, dann sehen wir, dass er leicht anfängt zu drehen oder auch in die Richtung, in die er sich dreht, zu laufen und irgendwann dreht er sich halt komplett um und ist bei 180 Grad geneigt. So, das ist quasi das System, wie es funktioniert und ihr seht, das sieht wesentlich smoother aus als bei der letzten Visual Graphics Animation. Woran liegt das? Ganz simpel, das ist in 20 FPS, also jeder Tick wird die Bewegung geupdatet und wir erinnern uns, eine Sekunde sind 20 Ticks, das heißt, ihr habt eine 20 FPS Animation und 20 FPS können wir Menschen, also ab 20 Frames pro Sekunde können wir nicht mehr zwischen einzelnen Bilderfolgen und einem flüssigen Video unterscheiden. Da tricksen wir unser Auge aus, das heißt, wir sind gerade an der Grenze, wo es auf einmal wirklich flüssig aussieht und das ist das Tolle hier, dass wir Minecraft mal ein bisschen ausnutzen können. Wir sind genau an der Grenze, wo es plötzlich flüssig aussieht und das macht das Ganze jetzt erst richtig cool. So, wenn ich den jetzt nochmal zurück mache, das heißt, ich setze den jetzt mal auf 45 Grad in 2 Sekunden und teleportiere den hier mal zurück. So, das war ein Fehler. So, und teleportiere den mal zurück. Dann sehen wir einen laufenden Armor-Stand. Aber das war's nicht. Ich kann jetzt nämlich in diesen Armor-Stand reingehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch aus dem letzten Part von Josef wisst, als er in den Armor-Stand reingegangen ist. Okay, pass auf. Ja, es geht. Ist das geil. Hallo Deutschland, herzlich willkommen zurück auf Minecraft und herzlich willkommen zum dritten Part des Survival-Projektes. Leider auch der letzte Part, aber... Ich mach nichts. Wollen wir mal beginnen. Sobald er sich rotiert hat, sah es extrem laggy aus. Warum? Weil ich die Rotation jedes Mal plus 5 gemacht habe und er quasi immer so ein bisschen gejumpt ist. Jetzt rechne ich jeden Tick plus 1 und guck mal, wie es jetzt nämlich aussieht. Oder noch weniger. Guckt euch das mal bitte an. Ich mache jetzt mal auf 180 soll er gehen und er kriegt dafür jetzt mal gerade 150 Sekunden. Guckt euch das mal bitte an. Das ist doch eine geile Kamerafahrt, oder? Ich meine jetzt mal im Ernst. Das sieht ja mal sowas von cool aus. Okay, jetzt ist er stehen geblieben, weil er nicht mehr weitergeht. Wie gesagt, X1 ist irgendwann auch zu Ende. Es zählt von 800 runter. Aber sieht das nicht bitte geil aus? Also das ist doch mal eine geile Kamerafahrt. Ich weiß nicht. Also das sind so Sachen, die ich jetzt hier mitmachen kann mit der Animation. Da sind quasi der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und da kommt halt Vince ins Spiel, weil seine Kreativität ist auch grenzenlos. Also das Projekt könnt ihr euch vorstellen, wird richtig, richtig, richtig geil. So, ja. Aber das war's auch schon zu dem, was ich bis jetzt quasi als Erfolg gemacht habe. Den Rest, den diese Animation jetzt hier prägt, den werdet ihr erst in den nächsten Part sehen, denn das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich zeige dann im nächsten Video das Konzept, was Vince sich mit mir ausgedacht hat und auch dann quasi, wie ich dieses Baukastensystem ein bisschen weiterführe, dass ich auch schon mal die Gliedmaßen bewegen kann, dass ich auch schon mal einzelne Animationen sowas wie hinsetzen und so weiter mache. Also seid gespannt, es geht bald weiter, da ich jetzt Ferien habe, auch in einem etwas höheren Upload-Rhythmus, hoffe ich mal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.